Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und vor allem auch Sie an den unterschiedlichsten Bildschirmen zu Hause oder wo auch immer Sie dieser Veranstaltung folgen. Ein sehr herzliches Willkommen an die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Kulturausschusses Katrin Budde, an die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke, Dieter Dombrowski, den Vorsitzenden der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, an Hans-Georg Bräutigam, Vorsitzenden Richter am Landgericht, der sehr viel mit der juristischen, nicht nur strafrechtlichen Aufarbeitung in den 90er Jahren und später auch zu tun hatte, unseren Vorstandsvorsitzenden Rainer Eppelmann und natürlich Sie alle hier im Saal, die ich gar nicht alle einzeln namentlich begrüßen kann, sonst wäre die Veranstaltung zu Ende. Vor 30 Jahren, Anfang November 1992, trat das erste SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, das die strafrechtliche Rehabilitierung für Opfer politischer Verfolgung, und zwar jene, die in politischer Haft gesessen hatten, regelte. Dieses Gesetz war an einem symbolträchtigen Datum am 17. Juni 1992 verabschiedet worden und das begründete für die circa 250.000 politischen Häftlinge in der DDR die Ansprüche einerseits auf rechtliche Rehabilitierung, also dass sie nicht mehr als vorbestraft galten, und zum anderen regelte es auch die Möglichkeiten, welche Entschädigungen zu erhalten waren. 1994 folgten dann das Berufs- und das verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz und all diese Gesetze sind mittlerweile 6-mal novelliert worden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass 1992, also kaum 3 Jahre nach dem Untergang der SED-Diktatur, der Wissensstand über die Strukturen dieser Diktatur, über die unterschiedlichsten Opfergruppen, über all jene, die nicht nur in politischer Haft zu Opfern des Regimes gemacht worden waren, nicht auf dem Stand waren wie in den Jahren später, als immer neue Erkenntnisse auftauchten über die Perfidie der Repressionsmechanismen, über die Perfidie der Repressionsinstitutionen und vor allem über all das, was den Menschen angetan worden war und was auch Jahre und Jahrzehnte später noch seine Wirkungen zeigte. Eine der wohl wichtigsten, nicht Errungenschaften, das klingt so komisch, aber eine der wohl wichtigsten Regelungen ist dann endlich im Jahre 2019 ganz maßgeblich auch durch die Intervention und das Engagement von Katrin Budde erreicht worden, nämlich die Entfristung der Rehabilitierungsgesetze. Denn ich glaube, wir alle sind davon überzeugt, dass Diktaturunrecht kein Verfallsdatum haben kann und die einzelnen Betroffenen für sich selbst entscheiden können müssen, wann und unter welchen Umständen sie einen Antrag auf Rehabilitierung und Entschädigung stellen wollen. Demgegenüber den hohen Zahlen der Verfolgten und Repressierten in der kommunistischen Herrschaft von sowjetischer Besatzungszone und DDR standen etwa 100.000 Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Täter und Verantwortliche für dieses Unrecht, für die begangenen Verbrechen. Und die Bilanz dieser strafrechtlichen Aufarbeitung hat zu vielen kontroversen Diskussionen geführt. Denn aus den 100.000 Ermittlungsverfahren, die angestrengt worden waren, sind etwas über 1.000 tatsächliche Gerichtsverfahren hervorgegangen und daraus wiederum etwa 750 Verurteilungen, von denen die meisten zu einer Bewährungsstrafe ausgesetzt worden sind. Und nur eine, 2-3 Handvoll von Verantwortlichen sind überhaupt in Haft gekommen. Und das, was für die Betroffenen mit der strafrechtlichen Rehabilitierungsmöglichkeit 1992 begonnen hatte, auch für sie eine Form von Linderung des erlittenen Unrechts und auch der Schäden zu bewirken, wurde natürlich durch die geringe Zahl an Verurteilungen, durch die geringe Zahl derjenigen, die tatsächlich für ihre Taten ins Gefängnis mussten, auch ein wenig konterkariert. 30 Jahre später können wir nun abschätzen, welche Folgen diese politische Verfolgung für die Betroffenen hatte, für die Gesellschaft hatte, aber auch für die Angehörigen hatte. Und wir können auch abschätzen, welche Spätfolgen die erlittene Verfolgung bis heute zeigt und auch morgen nicht beendet sein wird. Wir wollen mit dieser Veranstaltung heute
zum einen daran erinnern, was mit den Gesetzen erreicht worden ist. Wir wollen aber auch thematisieren, was offen ist, was der weiteren Aufarbeitung bedarf. Und wir wollen vor allem auch darüber sprechen, dass wir mit strafrechtlicher Aufarbeitung das Unrecht und die Verbrechen einer Diktatur, die Mechanismen der Diktatur, nur sehr unzureichend beschreiben können. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens. Wir brauchen den Konsens darüber, was die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie ausmacht. Wir müssen vor allem auch jüngere Leute dafür gewinnen oder dafür interessieren, sich mit unserer jüngeren deutschen Geschichte, der Nachkriegsgeschichte auseinanderzusetzen und mit dem, was in der zweiten Diktatur auf deutschem Boden nach 1945 geschehen ist, was an Unrecht passiert ist, aber auch welche Strukturen dieses Unrecht ermöglicht haben. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass Sie heute so zahlreich hierher gekommen sind. Und dann freue ich mich auf die folgende Diskussion, die, das werden Sie möglicherweise bei den Begrüßungen schon gemerkt haben, leider heute zwei Fehlstellen aufweisen wird. Und zwar krankheitsbedingt musste Philipp Mützel absagen und auch Anne Drescher kann krankheitsbedingt heute an unserer Diskussion nicht teilnehmen. Aber unter der fachkundigen Leitung des bewährten Moderators Sven-Felix Kellerhoff, den viele von Ihnen sicher durch seine profunden historiografischen Bücher kennen, und man weiß gar nicht, ob man ihn eher als Journalisten oder eher als Sachbuchautor ansehen soll, werden auf unserem Podium nach dem Grußwort von Katrin Budde, Evelyn Zupke, Dieter Dombrowski und Hans-Georg Bräutigam diskutieren und sich später auch ihren Fragen und Diskussionsbeiträgen stellen. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich schließe mich einfach mal der Begrüßung von Anna Kaminski an. Dann brauche ich nicht alles wiederholen und sage aber ein nicht herzliches Willkommen, denn wir sind ja bei euch, aber trotzdem, liebe Anna, denn selber begrüßen darf man sich immer nicht. Das übernehme ich dann als Zweite hier in der Reihe. 30 Jahre SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, eine Bilanz. Als ich vor 5 Jahren diesen Themenkomplex auf der Bundestagsebene übernommen habe, Stasi-Unterlagenbehörde, Aufarbeitung, Rehabilitation, Erinnerungskultur in dem Bereich. Als ich damit begonnen habe, habe ich keineswegs geahnt, was das für eine Mammutaufgabe ist, die da auf mich zukommt. Ich hatte selbstverständlich schon hinreichend Erfahrung, da ich ja seit 1990 Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt war und viele Gesetze mitgemacht habe, auch unsere Gesetze auf Landesebene mit verändert habe. Aber was neu war hier auf der Bundesebene, ist, dass ich mich in einem anderen Umfeld bewegt habe. Wenn man in einem Landtag wie Sachsen-Anhalt, einem neuen Bundesland ist und miteinander darüber redet, dann redet man in einem Umfeld, wo 95% aller derer, mit denen man redet, eigene Erfahrungen mitbringen. Vielleicht nicht eigene Repressionserfahrungen, aber ein Aufwachsen in der ehemaligen DDR noch und Auseinandersetzungen im Freundes- und familiären Umkreis. Man weiß, wie es damals gewesen ist. Das ist etwas ganz anderes, wenn man das Thema im Bundestag behandelt. Da sind diejenigen, die das kennen, die das wissen, die aus eigenem Erleben etwas beitragen können, zahlenmäßig in der Minderheit. Und deshalb war das schon ein ganz besonderer Gesetzeskomplex, den wir uns damals da vorgenommen haben, weil ich in ganz vielen Gesprächen, in vielen Menschen erklären musste, dass das, was wir dort behaupten, dass es so gewesen wäre, Anna Kaminski hat es angesprochen, viel Perfides, auch tatsächlich so war. Und manchmal kann man es den Menschen auch gar nicht übel nehmen, weil die sind erstens sehr viel jünger oder sie sind halt in der alten Bundesrepublik geboren, aufgewachsen, haben damit nie etwas zu tun gehabt und können sich gar nicht vorstellen, dass es so gewesen ist. Ich sage dann immer, ja, auch wenn sie die Gnade der Geburt woanders und des freien Aufwachsens in einer Freiheit haben, sollten sie sich das trotzdem anhören. Und ja, so etwas gab es und das war Realität. Und das war nicht China, sondern das war nebenan. Bei vielen meiner Reden im Bundestag, die ich versuche auch dann mit sehr authentischen und persönlichen Dingen zu illustrieren, kann man fast sagen, um zu erklären,
was das war, die DDR, kamen hinterher ganz viele Menschen zu mir und haben gesagt, aus allen Fraktionen, so hat uns das noch niemand erklärt. Jetzt verstehen wir das. Ich glaube halt, dass das Thema miteinander reden, auch wenn es jetzt wenn wir schon 30 Jahre miteinander reden, ja, aber auch darüber reden, trotzdem heute immer noch das Allerwichtigste ist, dass wir wirklich nicht davon ausgehen können, dass so wie wir hier in dem Raum, die sofort wissen bei bestimmten Begriffen und das auch nicht in Frage stellen, dass das für alle Menschen so ist. Und ich glaube aber trotzdem, dass das Erfolg gehabt hat. Und die 2019er Gesetze sind schon mal um ein ganzes Stück besser. Und wir haben aber auch international Anerkennung. Anna Kaminski und Nils Schwilerski war mit in Taiwan, Roland Jahn damals. Es gibt Länder, die gucken sich an, wie wir das alles gemacht haben und sagen, das ist gut und wir würden das gerne nach unseren Möglichkeiten kopieren. Das heißt, ganz so schlecht und so undurchsetzungsfähig waren wir wohl alle miteinander nicht, um Unrecht gut machen kann man es nicht, aber zumindest zu versuchen auszugleichen und anzuerkennen, was Menschen angetan worden ist. 2019 haben wir eine ganze Menge erreicht. Die Entfristung, du hast es gesagt, der Rehabilitierungsgesetz, die Verbesserung der Rehabilitierung von Heimkindern, die Erhöhung der Opferrenten und Ausgleichszahlungen, regelmäßige Überprüfung der Höhe der Opferrenten. Wir haben die Herabsetzung der Voraussetzungen für den Zugang zu Opferrenten, Ausgleichsleistungen durchsetzen können, einen neuen Anspruch auf einmalige Ausgleichsleistungen und für noch nicht entschädigte Opfer von Zersetzungsmaßnahmen haben wir etwas erreicht, einen eigenen Anspruch auf Ausgleichsleistungen für verfolgte Schülerinnen. Hört sich super an und war auch wirklich gut. Ist auch wirklich ein riesiger Schritt gewesen, das ist so. Aber trotzdem habe ich in dieser Diskussion damals auch sehr oft gehört, aber das war doch im Westen auch so, wenn wir auch damals schon über Doping oder andere Dinge geredet haben. Und dann sage ich immer, nein, Doping ist nicht gleich Doping. Ja, natürlich gab es Doping auch in den alten Bundesländern, selbstverständlich. Aber nicht staatlich verordnet und nicht ohne, dass man es wusste, an Kindern einen Breitensport. Also der Unterschied, in welchem Zusammenhang und wie das gemacht worden ist, der verschwimmt dann doch manchmal. Und deshalb müssen wir das tatsächlich immer und immer wieder erklären. Und auch, dass es eine, obwohl wir jetzt schon 32 Jahre in einem wiedervereinten Deutschland leben, 33 Jahre nach der friedlichen Revolution, wir es mit einer sehr jungen Teil der deutschen Geschichte zu tun haben, dass die Opfer noch leben, Gott sei Dank, dass es viele Menschen gibt, die länger brauchten, um sich diesen oft traumatischen Situationen in ihrem Leben zu stellen, dass die Kinder von ihnen wissen wollen, warum ihre Eltern so waren, wie sie waren und wie sie sind, warum sie vielleicht nie über Erlebnisse geredet haben, obwohl das die ganze Familie beeinflusst hat, das Großwerden, das Heranwachsen von Kindern, von Enkelkindern, die auch Fragen stellen. All das ist noch offen und das wird eine ganze, ganze Weile noch offen bleiben. Und ich habe in meiner Rede im Bundestag Oktober 2019 versprochen, und das werden wir auch gemeinsam einhalten, dass wir das, was wir damals nicht erschafft haben, nachschärfen, wie man so schön sagt. Dass wir das nicht vergessen, sondern wieder vorholen und sagen, hier gibt es ganz substanzielle Veränderungsnotwendigkeiten, die haben wir nicht durchsetzen können. So wie auch Anna Kaminski es gesagt hat, das Ganze ein Entwicklungsprozess ist. Wie auch immer wieder, wie Evelyn Zupke es in ihrem Bericht beschrieben hat, neue Opfergruppen dazukommen, die vielleicht gar nicht so im Fokus gestanden haben und man immer wieder gucken muss, wie passen wir das Gesetz an, wie machen wir es gerechter. Und wir haben ja auch damals schon gewusst, das sind vielleicht super Formulierungen und wir waren stolz wie Bolle, als wir das durchgesetzt haben im Gesetz. Am Ende kommt es darauf an, ob es vor Gerichten Bestand hat. Ob Juristen, ob Richterinnen, Richter das anerkennen. Und wir haben schon geahnt gemeinsam, dass vieles unter dem jetzigen Denken von unserem demokratischen Rechtssystem vielleicht manchem unvorstellbar vorkommt und
obwohl wir es gut aufgeschrieben haben und formuliert haben im Gesetz, in der Praxis dann nachher an die Grenzen des Umsetzbaren kommt. Auch das müssen wir weiter mit anfassen. Das, was Evelyn Zupka als Opferbeauftragte des Bundestages, da bin ich immer noch stolz drauf, dass wir das gemeinsam geschafft haben und auch auf diese Qualität gehoben haben, dass nicht nur die Akten in ein Bundesarchiv übergegangen sind und wir auch dafür gesorgt haben, dass sie nicht verloren gehen und nicht unsichtbar werden, sondern dass wir jemanden wieder haben, der beim Bundestag angesiedelt, vom Bundestag gewählt, mit einer sehr hohen Legitimation sich unseren gemeinsamen Themas auf dieser Ebene mit annehmen kann und die auch in alle Ausschüsse, die nicht eingeladen werden, muss, sondern die auch alleine reingehen kann. Das war am Ende gar nicht so einfach, als das alle mitgekriegt haben, dass das so ist. Aber ich glaube, das war sehr gut. Und dass wir die Punkte, die im ersten Bericht drin stehen, die unsere gemeinsamen sind, jetzt anfassen wollen. Im ersten Quartal konkretisieren wollen, die Dynamisierung der Opferrenten und der Wegfall der Bedürftigkeitsgrenze ist ein Punkt, die Verkürzung der Verfolgungszeit bei beruflich Verfolgten, die Entschädigung der Zwangsausgesiedelten, die Möglichkeit des wiederholten Antrags bei der strafrechtlichen Rehabilitierung, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es hat sich entwickelt, es gibt neue Möglichkeiten, etwas darzustellen, nachzuweisen, zu beantragen. Dieses Recht kann man nicht nehmen. Das ist ein Riesenproblem übrigens in der bundesdeutschen Gesetzgebung, wo mir eingefleischte westdeutsche Juristen sagen, was einmal ausgeurteilt ist, ist ausgeurteilt. Ich sage, das passt aber nicht überall. Lasst uns doch bitte in diesem Fall für eine andere Möglichkeit sorgen, weil wir wollen doch auch für weitgehende Gerechtigkeit, so viel wie wir herstellen können, sorgen. Und da gehört das dazu. Für Opfer von Zersetzung außerhalb der DDR, der Grenzen der DDR, die bisher ausgeschlossen waren, noch ein offener Punkt, wo wir versuchen wollen, etwas zu erreichen. Natürlich für Dopingopfer eine Rehabilitierung zu ermöglichen und eine verbesserte Anerkennung bei verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden und hier die Umkehrung des Beweisprinzips. Das ist ja das, was uns immer wieder auf die Füße gefallen ist. Wir haben am 9. November den Bericht der Opferbeauftragten im Ausschuss diskutiert. Und es ist ein sehr guter Vorschlag gemacht worden, der woanders schon Anwendung findet, dass man es nach einem Katalog machen könnte, wie bei Soldaten, die Traumata haben aus ihrer Zeit als Soldaten zum Beispiel. Ich kann nur sagen, in meinem Bereich, jetzt rede ich mal nicht als Ausschussvorsitzende, ich bin ja auch Berichterstatterin meiner Fraktion, haben die Juristen das so übernommen, die Idee, und mit aufgeschrieben. Und ich glaube auch, dass wir für diese Möglichkeit, man ist ja immer sehr dankbar auf der Seite der Abgeordneten, wenn man einen praktischen Vorschlag bekommt, der auch umsetzbar ist. Das Wollen ist ja oft da, aber die Frage des Wie ist dann die nächste Frage. Und ich habe den Eindruck, dass das auf Zustimmung trifft und dass wir das werden umsetzen können. Aber auch wie beim letzten Mal will ich sagen, das ist natürlich nichts, was ein Ausschuss alleine machen kann, sondern das ist etwas, was wir beim letzten Mal gemeinsam durchgesetzt haben. Auch ich hätte nichts durchsetzen können ohne die vielfältige Unterstützung, die fachliche, die inhaltliche, die laute und die leise. Und deshalb setze ich auch dieses Mal wieder darauf, wenn wir die neuen Gesetze angehen, die Weiterentwicklung der Gesetze angehen, dass wir das zusammen machen. Ich danke für die Unterstützung, die ich bisher hatte bei dem Thema, freue mich auf eine konstruktive, gute Zusammenarbeit und hoffe, dass wir mit guten Ergebnissen in dieser Legislatur Verbesserungen für alle schaffen können, die noch unberücksichtigt waren oder die wir vielleicht schon berücksichtigt haben, aber wo es nicht realisierbar war und wo manchmal ein Jurist es etwas genauer noch formuliert haben muss, damit es nachher auch funktioniert. Vielen Dank. Ich muss leider um 19 Uhr wieder los, weil Sie wissen das, vor Weihnachten hat man das Gefühl, die Welt ist eine Scheibe. Jeder will vor Weihnachten noch mit einem reden. Ich hatte auch 14 Tage, war ich draußen durch Corona. Und wir haben es uns alle am 9. November, auch Tom Sello, zugezogen in der Ausschusssitzung, jedenfalls einige von uns. Und deshalb muss ich vieles auch nachholen, viele Gespräche. Und eins davon ist leider heute Abend. Ich weiß nicht, wo ich es ansonsten noch hinpacken soll, aber ich kriege ganz bestimmt alle Informationen aus der Diskussion hier und werde nachher ganz leise, so kurz nach 7, den Saal verlassen. Sehen Sie es bitte nicht als Missachtung an, sondern als Versuch, bei so vielen wie möglich so viel noch abarbeiten zu können, bevor ich dann auch in die Weihnachtsferien gehe am 23.12. Vielen Dank. Applaus
Liebe Frau Budde, vielen Dank für diese Einführung. Frau Zupke, Herr Dombrowski, Herr Bräutigam, ich darf Sie aufs Podium bitten. Hier haben wir Treppenstufen. Und dann werden wir gleich beginnen, meine Damen und Herren. Sie haben ja gehört, dass uns der Einleitungsvortrag abhanden gekommen ist, krankheitsbedingt. Aber wir haben ja eine wunderbare Einführung des aktuellen Standes von Frau Budde gehört. Wir werden jetzt versuchen, hier auf dem Podium in einigen Diskussionsbeiträgen noch einige Dinge zu vertiefen, vielleicht den ein oder anderen Aspekt allgemeiner zu fassen, als das Frau Budde jetzt tun konnte oder wollte, ja, weil Sie ja auch ganz konkret aus dem gesetzgeberischen Prozess berichtet haben, aus den Dingen, die in den letzten Jahren aktuell erreicht worden sind. Wir haben jetzt ja auch irgendwie alle 2,5 Jahre halbwegs unfreiwillige Pause in öffentlichen Diskussionen gehabt. Das ist übrigens sehr schön, wieder in einem gefüllten Saal hier in der Kronenstraße moderieren zu können. Ich hatte einige Male nur die Kamera, in die ich dann immer sprechen musste. Ich grüße natürlich auch alle Interessierten zu Hause oder wo auch immer sie auf den Videoschirmen dieser Diskussion folgen. Aber es ist etwas anderes, zu Menschen und mit Menschen live zu sprechen, als in eine Kamera, so rot das Licht auch sein mag. Ich darf Ihnen unsere Gäste hier noch etwas vorstellen, obwohl das natürlich eigentlich nicht notwendig ist. Aber vielleicht ein, zwei Aspekte, die bisher noch nicht angesprochen worden sind. Evelyn Zupke, mit Ihnen fange ich natürlich an, ist jetzt seit 1,5 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit Juni, Sommer 21, die Opferbeauftragte des Bundestages in dieser Funktion gewissermaßen, ohne dass die Last von 111 Kilometern Akten, so etwas wie eine Nachfolgerin von Roland Jahn, aber natürlich auch mit etwas anderen Aufgaben. Roland Jahn hat das ja auch als einen Teil seiner Aufgabe, genau wie die beiden Vorgänger, Marian Birtler und Joachim Gauck, gesehen, für Geschädigte und Opfer des SED-Regimes jedenfalls in der Öffentlichkeit auch mitzusprechen. Sicherlich nicht vor allem, das waren noch andere Aufgaben, die dort waren, von denen sind Sie befreit. Das ist für Sie und für die Betonung der Arbeit, des Umgangs mit den Erfahrungen der DDR-Regime, SED-Regime-Geschädigten natürlich besser, dass Sie sozusagen 100% sich darauf konzentrieren können. Sie haben im Friedenskreis Weißensee als Bürgerrechtlerin gearbeitet vor mehr als 33 Jahren und Sie waren ganz wesentlich beteiligt an der Aufdeckung, der Dokumentation der Wahlfälschung am 7. Mai 1989, Wahlfälschung der Kommunalwahl. Das ist ja, wie wir alle wissen, einer der, naja, Zäsuren oder jedenfalls einer der Kipppunkte, ohne die dann die Ereignisse der Friedlichen Revolution schwer vorstellbar sind. Guten Abend, Frau Zupke, vielen Dank, dass Sie da sind. Anne Drescher muss ich jetzt überspringen, denn sie ist nicht bei uns, krankheitsbedingt. Wir sagen, wenn sie zuschaut, gute Besserung aus Berlin und hoffentlich beim nächsten Mal dann wieder live und in Persona. Dieter Bombowski ganz außen, auch mir aus betrachtet, ist Vorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG, also auch eigentlich üblicherweise sagt man UOKG, die ausführliche Fassung sage ich und schreibe ich auch äußerst selten. Aber auch Sie haben natürlich, das ist bei dem Engagement, das Sie jetzt schon sogar länger als 33 Jahre für DDR-Geschädigte haben, und dass Sie zeigen, klar eine entsprechende Biografie. Sie haben nämlich 1974 versucht, Republikflucht, also bitte in Anführungszeichen. Ich benutze natürlich die Sprache des Regimes, aber dann immer in gedachten Anführungszeichen. Republikflucht zu begehen, wurden verhaftet, wurden eingesperrt, wurden verurteilt, haben 20 Monate gesessen, wurden freigekauft, haben dann in West-Berlin ein neues Leben beginnen können, aber haben als 1989-90 die Friedliche Revolution das ermöglichte, sofort wieder die Entscheidung getroffen, sich für ihresgleichen, für andere Menschen, die Ähnliches erlitten hatten, durchlitten hatten, einzusetzen, und haben über 20 Jahre
in kommunalpolitischen und vor allem in landespolitischen Zusammenhängen in Brandenburg gearbeitet und sind eben der Vorsitzende der UOKG, die sich einsetzt für die Interessen von Opferverbänden, nicht als staatliche Organisation. Natürlich vertritt Frau Zupke als Beauftragte des Bundestages gewissermaßen auch den Staat, aber Sie machen das gewissermaßen als ein Verein, als eine NGO, würde man wahrscheinlich heutzutage sagen. Guten Abend, Herr Dombrowski. Last but not least begrüße ich Hans-Georg Bräutigam hier zu meiner Linken. Hans-Georg Bräutigam ist mit sehr vielen Fragen, die wir heute Abend besprechen wollen, in seiner Berufslaufbahn in engen Kontakt gewesen. Sie sind Jurist, Sie sind in West-Berlin auch schon ausgebildet und haben eine ganz klassische Justizkarriere hingelegt, waren unter anderem Pressesprecher des Berliner Justizsenators in den 70er Jahren, wurden dann 1979 Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin. Strafrechtler haben einige sehr bekannte Prozesse geleitet, sowohl zu DDR-Strafrechtsfragen wie eben auch zu ganz allgemeinen Fragen, Terrorismus, ähnliche Punkte. Am bekanntesten ist natürlich das Honecker-Verfahren, das dann ja, wie wir alle wissen, jedenfalls in Bezug auf den Staatsratsvorsitzenden leider nicht mit einem Urteil geendet hat. Sicherlich eine separat zu diskutierende Frage. Und Sie, Herr Bräutigam, haben über Ihre Erfahrungen mit der Aufarbeitung des SED-Unrechts dieses Buch verfasst. Ich habe gesehen, da hinten auf diesem Tisch liegt ein Stapel davon. Jetzt muss ich aber fragen, sind die zum Mitnehmen oder zum Verkaufen? Zum Mitnehmen. Also, meine Damen und Herren, es gibt dieses Buch von Hans-Georg Bräutigam, dort hinten ein Stapel. Ich kann es nur sehr empfehlen. Es geht nicht nur um DDR-Aufarbeitung, aber es gibt auch ein paar andere Aspekte. Aber es geht im Wesentlichen darum, ja. Denn Sie haben seit 1991 auch die Aufgabe gehabt, am Landgericht eine Rehabilitationskammer zu leiten. Also wir haben hier jemanden, der ganz dicht dran ist, nicht von der Seite derjenigen, die Opfer vertreten, was natürlich extrem wichtig ist, die Menschen, die geschädigt worden sind, zu vertreten. Aber wir haben hier mit Herrn Bräutigam jemanden, der sozusagen auf der anderen Seite der staatlichen Ebene agiert hat, agieren musste, sollte, durfte und der uns vielleicht erklären kann, warum manches nicht so einfach sein kann, wie wir uns das als Nicht-Juristen, also ich bin auch nicht Jurist, ich bin Historiker, das vorstellen. Das, meine Damen und Herren, ist unser Podium und die Dimension dessen, worüber wir reden, hätten wir normalerweise von Herrn Mützel gehört, der nun leider erkrankt ist. Aber ich sage noch mal zwei Zahlen, damit Sie das nur im Hinterkopf wieder haben. Ungefähr 250.000 Menschen, die aus politischen Gründen in der DDR verfolgt, also inhaftiert gewesen sind, verfolgt worden sind, noch viel mehr, Nachteile hinnehmen mussten, noch viel, viel mehr. Und wenn ich das richtig weiß, so ungefähr 1 Million Jahre Haft wegen dieser in der Regel ja an den Haaren herbeigezogener Begründungen, auch dies wieder in Anführungszeichen, also Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Mit dem Sturz einer Diktatur ist das Leiden nicht vorüber, weder für die überlebenden Opfer noch für die Angehörigen von Getöteten. Denn nur in Ausnahmefällen haben ehemals politisch verfolgte Regimegegner nach dem Umsturz politisch oder gesellschaftlich herausragenden Erfolg. Václav Havel oder Lech Wałęsa sind eher Ausnahmen als Regel. Für den weit überwiegenden Teil der Geschädigten einer Gewaltherrschaft waren solche Karrieren utopisch. Im Gegenteil blieben und bleiben sie meist auch in demokratisch verfassten Gesellschaften Randgruppen und müssen ihre Interessen gegen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen. Denn, und da kommen wir natürlich zu einem ganz zentralen Problem, das wir heute Abend besprechen werden, denn in jeder Diktatur sind Opfer eine meist kleine Minderheit. Gewaltherrschaften beruhen nun einmal darauf, durch Ausgrenzen von vergleichsweise wenigen Menschen und hartes Vorgehen gegen sie, die Mehrheit einzuschüchtern und damit gefügig zu machen. Das stabilisiert die Herrschaft eines Apparates effektiver als jede andere Methode. Herr Bräutigam,
die Bundesregierung und fast der gesamte Staatsapparat der Bundesrepublik haben sich wirklich, ist mein Eindruck der vergangenen 30 Jahre, wirklich bemüht, das SED-Unrecht aufzuarbeiten. Und dennoch können wir, wenn wir die Ergebnisse ansehen, ich finde, nicht wirklich zufrieden sein. Ist Diktaturaufarbeitung auf rechtsstaatliche Weise vielleicht einfach nicht wirklich überzeugend zu leisten? Verlangen wir da von einem Rechtssystem im Rechtsstaat zu viel? Ja, höchstwahrscheinlich verlangt man zu viel. Also die Schere, es fängt ja mal mit dem Satz an, nicht? Wir verlangten Gerechtigkeit und haben dann den Rechtsstaat bekommen. Der Rechtsstaat ist natürlich an strenge Vorschriften und an Gesetzmäßigkeiten gebunden. Und so war es eben, Entschuldigung. Und das ist Verfahrenshindernisse haben es verhindert. Zum Beispiel Verhandlungsunfähigkeit oder wenn jemand nicht mehr das Ende des Verfahrens erleben wird, wie bei Erich Honecker, dann sind das Verfahrenshindernisse, die zwingend zu einer Einstellung des Verfahrens führen. Und die Justiz musste ja auch überhaupt erst mal lernen, damit umzugehen, mit den vielfältigen Taten, mit den vielfältigen Unrecht, ob es mit den Toten an der Mauer war, Rehabilitierung. Ich denke mal, die Justiz war personell überfordert und auch mit dem Umfang. Die rechtsstaatlichen Vorschriften haben eben einfach Grenzen gesetzt bei der Verfolgung des strafbaren Unrechts. Also beim strafbaren Unrecht haben wir doch im Wesentlichen nur die Toten an der Mauer behandelt und an der innerdeutschen Grenze. Und auch da sind die Strafen sind ja verhältnismäßig milde geworden. Fast alle Mauerschützen, sage ich mal, die selber geschossen haben, sind mit Bewährungsstrafen rausgekommen. Der Bundesgerichtshof hat praktisch da eine Linie vorgegeben und hat gesagt, es sind doch im Wesentlichen Leute, die in ihrer jungen Ausbildungszeit indoktriniert waren und vor diesem Ergebnis standen und da schießen zu müssen. Natürlich hätten sie nicht keine Todesschüsse abgeben müssen, aber es ist eben passiert und man hat also gesagt, die eigentliche Verantwortlichkeit liegt drüber. Mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren sind einige Grenzoffiziere bestraft worden und Kommandeure. Aber selbst die Mitglieder des Politbüros oder des Nationalen Verteidigungsrates sind maximal mit einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren davongekommen. Und ich sage, deshalb kann man ganz bestimmt nicht von Siegerjustiz sprechen. Siegerjustiz, sage ich mal, hätte anders ausgesehen. Wenn ich da einhaken darf, Herr Dombrowski, all das, was Herr Bräutigam uns eben geschildert hat, vielen Dank dafür, sind nachvollziehbare Hindernisse dessen, was wir im juristischen Umgang mit Tätern haben. Und das ist natürlich dann auch eine Rückwirkung auf die Opfer. Aber welche Rückwirkung hat das auf Opfer? Können Sie das eventuell aus Ihrer Kenntnis als vieler Fälle aus dem UOKG-Zusammenhang oder eventuell aus Ihrem eigenen Empfinden schildern? Wie haben Sie als jemand, der SED-Regime geschädigter
gewesen ist, immer noch ist. Die Schädigung endet ja leider nicht. Wie haben Sie sowas wahrgenommen? Ist das Wut? Ist das Verzweiflung? Ist das Desinteresse? Welche Emotionen spielen sich bei Ihnen da ab? Denn diese Emotionen sind ja ganz, ganz wichtig. Wenn man sich bei diesen Emotionen nicht klar wird, kann man auch nicht daran gehen, etwas in der einen oder anderen Art zu verändern. Also wie war das bei Ihnen? Naja, ich bin da vielleicht nicht das ganz richtige Beispiel, weil ich vom Naturell her nicht zu Emotionen neige. Ja, zum großen Leidwesen meiner Frau. Und ansonsten bin ich auch sehr zurückhaltend bei der Bewertung oder ja, und es bricht eben nicht so einfach aus mir raus. Aber ich weiß natürlich, dass wir Menschen ja glücklicherweise alle so unterschiedlich sind. Und von daher reagiert eben auch jeder anders. Und ich bin ja eher einer, der sich der Sache verschrieben hat, aufgrund eigener Erfahrung und Kenntnisse, sowohl so im erlittenen Unrecht als auch durch meinen privilegierten Zugang, ja, nachher im Westen bis hin zu dem 20 Jahre im Landtag Brandenburg und Landrat, alles Mögliche. Das ist ja nicht das Übliche. Und Rainer Eppelmann wird das sicherlich ganz genauso sehen. Viele andere hatten ja nicht das Glück oder die Gelegenheit, so eingreifen zu können, auch ins Geschehen. Und von daher sind auch die Möglichkeiten für unser einen größer, weil man es besser überblicken kann und auch den Zugang findet, sozusagen die Rechtsprechung und unseren Rechtsstaat, auf den wir alle stolz sind, auf den wir auch vertrauen, ja, sozusagen, auch wenn mal es ein Urteil gibt, was eben nicht passt, ja, das einzuordnen und zu sagen, dann müssen wir eben woanders weiterarbeiten. Also die Emotionen sind natürlich ganz unterschiedlich bei den Betroffenen, ja, und von daher kann ich da weniger für mich als für andere sprechen. Ich versuche eben eher sehr rational und intensiv einen Beitrag zu leisten, die Dinge zu verbessern, ja, mit anderen zu sprechen. Und Katrin Budde hat es ja auch gesagt, ist ja die Erfahrung auch in so einem Parlament. Die einen wissen, worum mit jedweise einen Hintergrund haben, muss ja nicht jeder in Haft gewesen sein. Aber alleine zu wissen, ja, dass der Nachbar oder Verwandte oder Freunde oder so, das schafft ja eine gewisse Sensibilität, ja, die dann auch für Abgeordnete und für Mitarbeiter von Behörden ja wichtig ist, überhaupt bereit zu sein, sich über das normale Maß hinaus vielleicht auf einen Petenten, auf einen Bürger, eine Bürgerin einzulassen, das zu verstehen. Das scheint mir das allergrößte Problem zu sein, nämlich, wie gehen eigentlich Verwaltungen damit um? Und wenn es dann zu Gericht geht, dann gibt es ein Urteil, das mag man als gerecht empfinden oder nicht gerecht, aber viel wichtiger ist, wie gehen eigentlich Verwaltungen, die sozusagen letztendlich diejenigen sind, die Anträge bearbeiten, wie gehen die damit um? Was wissen die eigentlich darüber? Das wäre doch mal, da kommen wir vielleicht darauf zu sprechen. Auf jeden Fall kommen wir darauf zu sprechen, denn wir haben jetzt ja angefangen sozusagen, und das will ich gar nicht groß vertiefen, mit der strafrechtlichen Behandlung der Täter. Das war sehr gut, dass Sie das angesprochen haben. Wir wollen uns ja heute überwiegend über die Geschädigten unterhalten, denn das Unrechtsbereinigungsgesetz ist ja im überwiegenden Teil ein Gesetz, das sich um die Opfer kümmert, das auf die Opfer zielt. Aber natürlich ist für die Opfer auch schmerzhaft zu sehen, wenn die Täter einfach so davonkommen. Frau Zupke, wenn ich die Frage, die ich an Herrn Dabrowski gestellt habe, noch mal gewissermaßen gewendet an Sie weitergeben darf, aus Ihrer eigenen Erfahrung oder aus Ihrer jetzt ja auch schon über 30-jährigen Beschäftigung. Sie haben natürlich dazwischen auch andere Dinge gemacht als ja, im weiteren Sinne Sozialarbeiterin, kann man das, glaube ich, sagen. Aber Sie haben eben auch immer diesen Blick auf die SED-Regime-Geschädigten behalten. Und Sie machen es jetzt seit anderthalb Jahren hauptberuflich. Wenn Sie aus Ihren Erfahrungen versuchen zu schließen, wie wichtig ist das, wie schmerzhaft ist das für Menschen, die das erleben, dass da die Täter, den Täter nichts geschieht, die aber gleichzeitig sehen, um Herrn Dombrovskis berechtigten Hinweis aufzugreifen, dass eine Verwaltung, die vielleicht nicht mal bösen Willens ist, aber vielleicht auch einfach nur teilnahmslos, dann Betroffene gewissermaßen so abtropfen lässt. Das kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Wie schlimm ist das für Menschen, die vielleicht nicht so ein stabiles Seelenkostüm haben, Gott sei Dank, wie Herr Dombrovski?
Ja, also einmal zur juristischen Aufarbeitung, dass die so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, das ist nicht zufriedenstellend. Und das vergessen natürlich auch die Opfer des SED-Regimes nicht, wenngleich das auch nicht immer Thema ist. Aber es ist spätestens dann wieder Thema und kommt dann wieder hoch, wenn nämlich das Unrecht, was den Opfern des SED-Regimes widerfahren ist, nicht genügend Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung findet. Und dann kommt das natürlich, das verstehe ich total, ja, die wurden nicht mal bestraft für ihre Verbrechen. Und ich lebe heute im Abseits, ich lebe in prekären sozialen, finanziellen Situationen. Und das können wir ja an konkreten Dingen festmachen. Das natürlich gibt es seit 30 Jahren diese guten Gesetze. Aber auch das wurde schon erwähnt, es hapert oft an der Umsetzung. Dazu kommt, dass immer neue Opfergruppen dazu kommen. Was natürlich jetzt auch erstmal wieder erkämpft werden muss, dass das in die Überarbeitung mit reinkommt. Und ein ganz, ganz großes, schlimmes Thema ist eben die Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Das wissen die meisten hier, dass dort die überwiegende Anzahl der Menschen, die dort Anträge stellen, scheitern. Womit wir jetzt auch direkt auch zu den Ämtern, Verwaltung und Behörden kommen. Also wo wir so eine Gemengelage. Man fragt immer, warum ist das so? So viele Menschen, die Landesbeauftragten, Beratungsstellen, haben sich seit Jahren abgemüht und dort so viel Arbeit geleistet und Aufklärungsarbeit und versucht auch Einzelne zu unterstützen, zu begleiten in diesen Verfahren, die oft 6, 8, 10, 12 oder sogar mehr Jahre dauern. Und das ist dann natürlich was ganz Bitteres, wenn die Opfer der Repression sich dann erklären müssen, beweisen müssen, dass ihre heutige Gesundheitsschädigung von der damaligen Repression kommt. Und warum ist das so, das Gegenüber? Das ist einerseits sicherlich auch Unwissenheit, Unsensibilität. Manchmal, das haben sicherlich auch schon viele gehört, dass gerade auch in den ersten Jahren sich nicht wenige Opfer staatstragenden Beamten, also die dann Beamte waren, gegenübergesehen haben bei der Begutachtung ihrer Schäden. Wir haben das Problem zum Beispiel bei den Jugendhilfeakten, dass oft nach Jugendhilfeakten, also Akten, die in einer Diktatur geschrieben wurden, darüber entschieden wird, ob die Menschen, die jetzt seit 2019 ja auch eine Rehabilitierung beantragen können, nämlich die Kinder, Jugendlichen aus den Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen. Und das ist natürlich dann schwer zu erklären oder da ist man einfach in Erklärungsnot von beiden Seiten. Also einmal ausgehend von der juristischen Aufarbeitung, die Täter sind davongekommen und wir leiden noch heute und wir werden bis zum Lebensende an den Folgen leiden und auch unsere Kinder. Also das hat ja noch sehr viel mehr Implikationen, auch die transgenerationale Weitergabe von Traumata. Und da ist es, mir tut es immer in der Seele weh, wenn dann viele Menschen sagen, die sich, wie gesagt, seit Jahren oder 10, 12 Jahren abkämpfen. Naja, die Politik hat wohl kein Interesse daran. Die Politik wartet jetzt darauf, auf die biologische Lösung, sag ich mal. Dann braucht nichts mehr gezahlt werden. Und das ist natürlich furchtbar, das zu hören. Aber ich kann es oft verstehen, wenn die Menschen so reden, wenn sie sich so lange abmühen müssen und wieder in die Ohnmachtsposition eigentlich zurückversetzt werden, die sie auch damals schon erleiden mussten. Und deswegen hoffe ich sehr, Katrin Budde hat viele Lücken schon genannt, also dass wir jetzt mit den Dingen, die ja auch im Koalitionsvertrag Gott sei Dank festgeschrieben sind, mit der Politik diese Veränderungen erreichen, dass noch viele, viele Opfer, Betroffene von SED-Repressionen in den Genuss der Verbesserungen kommen werden. Die Strafbarkeit, bitte. Die Strafbarkeit von Straftaten verjährt. Das Opfersein kann nicht verjähren. Das ist natürlich ein Grundproblem. Herr Domowski. Ich wollte mich vorhin nicht drum herum winden, um die Frage, wie es denn den Tätern geht und warum es denen denn nicht an die Wäsche geht. Ja? Aber das Problem ist natürlich, das Gute ist ja, dass in unserem Rechtsstaatssystem die individuelle Schuld ja nachgewiesen werden muss und das auch immer geurteilt wird nach dem Recht, das zum Tatzeitpunkt gerade gegolten hat und nicht, weil 20 Jahre später was anderes ist. Und das macht es natürlich schwierig, wenn man dann ehemalige Leute aus dem Täterkreis, ja, der DDR, Partei und Staatsführung oder in anderen administrativen Funktionen dann beurteilen soll, ist das eine Straftat nach den Gesetzen der DDR oder nicht. Und dann wird die Sache natürlich kompliziert. Und am Beispiel im Zuchthaus Cottbus, wo ich ja inhaftiert war, war jetzt auf Jahren Gefängnis verurteilt, da sind ja dann nach dem Fall der Mauer
zwei ehemalige Wärter zu Haftstrafen verurteilt worden wegen Gefangenenmisshandlung, die da an der Tagesordnung war, nach DDR-Recht natürlich auch verboten war, aber es hat ja niemand interessiert. Wie es ja in vielen Bereichen der DDR war, auf dem Papier las die alle ganz schön, aber in der Praxis wurde es einfach anders gemacht und es wurde eben nicht geahndet. Und von daher, und nicht jeder Parteisekretär, der eine zackige Rede gehalten hat auf der Mai-Demo, muss deshalb, ja, hat sich deshalb strafbar gemacht, nach unserem Rechtsverständnis und auch dem von damals. Aber das lässt natürlich bei vielen ein ungutes Gefühl zurück, dass so viele einfach davon gekommen sind, nur weil man es auch gar nicht bewältigen konnte. Das hat Herr Bräutigam auch gesagt, um die Vielzahl der Einzelfälle auch Tatsache gerichtsfest sozusagen zu machen. Und dennoch denke ich, ist auch die juristische Aufarbeitung der Straftäter insofern als gelungen anzusehen, weil es mehr war als Symbolik. Ja? Das, was man schaffen konnte, hat man, glaube ich, geschafft. Und meine viel größere Sorge, das wiederhole ich noch mal, ist eben das Unverständnis, das Nichtwissen, die mangelnde Sensibilität bei denen, die heute mit den Opfern umgehen. Lassen Sie uns, nachdem wir diese Eingangsrunde gemacht haben, jetzt einmal beim ersten Aspekt der Unrechtsbereinigung für Opfer bleiben, nämlich bei der konkreten Rehabilitierung von Opfern. Ausgleich, Zahlung und alles werden wir dann weiteren besprechen. Aber jetzt erstmal die Frage, Herr Bräutigam, Sie haben, glaube ich, 91 eine Kammer für Rehabilitierung übernommen. Es können nur bestimmte, laut Einigungsvertrag, nur bestimmte Unrechtsstraftatbestände rehabilitiert werden. Die sind genau definiert. Also natürlich zum Beispiel die sogenannte Republikflucht, aber beispielsweise nicht Fahnenflucht eines NVA-Soldaten, eines Wehrpflichtigen, der sich von seiner Truppe entfernt, egal was die Motive sind. Da gibt es wahrscheinlich in der rechtsstaatlichen, in der juristischen Logik, für die Sie ja hier auch sitzen und die Sie auch seit 50 Jahren, mehr als 50 Jahren vertreten, da gibt es wahrscheinlich keine Alternative. Da gibt es keine Alternative, aber ich will mal anfangen. Also wir haben ja eigentlich mit der Stunde Null begonnen zu rehabilitieren. Denn die DDR hatte ja schon ein eigenes Rehabilitierungsgesetz geschaffen. Damit sollten also diejenigen von dem Makel befreit werden, die von ihrer Freiheit zur Demonstration und Meinungsfreiheit sich geäußert haben, also mit dem Fähnchen für Ausreisefreiheit demonstriert haben oder die zu dem Büro gegangen sind, um eine Ausreise zu beantragen etc. Das ist zu Anfang ja gleich auch rehabilitiert worden nach dem DDR-Gesetz. Dann kam als nächstes schon die Kassation, wurde uns beschert, auch durch einen Zusatz zum Einigungsvertrag. Das war nun ganz schlimm. Aber es sind von Anfang an sofort eine Vielzahl von Anträgen gekommen. Zur Kassation waren es 1600 Anträge im ersten Jahr. Sagen Sie doch mal noch genau, was jetzt der Unterschied zwischen Kassation... Ja, Kassation war ganz schrecklich. Das ist an und für sich ein Rechtsbehelf aus der DDR, der aus der Sowjetunion stammt. Das ist so eine Art Revision. Das heißt, es wird eigentlich nur geklärt, ob ein materieller Rechtsfehler da ist oder ein formeller Rechtsfehler. Aber es wird nichts am Tatbestand geändert. Das bleibt bestehen. Und dann war eigentlich praktisch mit der Kassation, haben wir gesagt, da lassen wir noch mal ein altes DDR-Recht aufleben. Denn wir waren nicht in der Lage, die Tatbestände des DDR-Rechts auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu überprüfen. War nicht möglich. Gott sei Dank ist das sehr schnell verschwunden. Und dann erst kommt das Rehabilitierungsgesetz 1992. Aber von Anfang an, sage ich mal, sind wir überschwemmt worden mit Anträgen auf Rehabilitierung. Und
erschütternd für mich und für alle, die auch meinem Kollegen, der die andere Kammer hatte, waren die Briefe, die Anträge der Opfer, in denen sie ihr Leid geschildert haben. Dann kam hinzu, wir mussten ja dann erst mal gucken, wo sind denn die Akten, wo sind denn die Unterlagen, wo sind die Urteile? Das war ja alles wahnsinnig schwierig, sag mal, zu beschaffen. Wenn Sie dürfen das ja auch nicht freihändig machen als Richter. Nein, wir können nicht einfach sagen, das war so, das schon gar nicht. Also wir brauchten ein Urteil, ob das zu den Regeltatbeständen nach dem Rehabilitierungsgesetz gehörte. Wo waren denn die Akten? Wo waren die denn? Zu Anfang haben wir, also hier in Berlin, sind ja nach 1990 sind die Ostberliner Gerichte geschlossen worden. Die Akten sind abtransportiert worden und sind nach Zuständigkeitsregeln verteilt worden. Aber das reicht nicht aus. Wir haben angefragt bei Haftanstalten, bei Kreisdienststellen, alles überall versuchen, Unterlagen zu bekommen, weil die Betroffenen, die Opfer, waren ja oft gar nicht in der Lage, ein Urteil vorzuweisen. Sie hatten ja gar keine Unterlagen. Die haben zwar gesagt, ja, dort und dort bin ich verurteilt worden. Das reichte aber zunächst nicht aus. Heute ist es ja ein bisschen erleichtert. Das Kammergericht hat ja immerhin gesagt, wenn gar keine Unterlagen da sind, aber wenn also kein Urteil da ist, wenn es glaubhaft geschildert wird, wenn irgendwelche Unterlagen noch herbeizuschaffen sind, reicht das für die Rehabilitierung. Zu Anfang war das nicht der Fall. Wir brauchten die Urteile und das war sehr schwer heranzukriegen. Die wichtigste Quelle war eigentlich die Gaukbehörde. Von dort haben wir dann die Akten bekommen, Einsicht bekommen. Und dann hat man eigentlich erst gesehen, mit welchem unmenschlichen System die Leute verfolgt, indoktriniert sind. Jede politische Missliebigkeit wurde verfolgt. Also, ich sag mal, wie hieß das? Schild und Schwert der Partei war die Staatssicherheit und hat das umgesetzt. Und leider gab es eben auch keine unabhängige Justiz in der DDR. Das haben wir also sehr schnell festgestellt, dass die Richter eben nicht unabhängig waren, sondern die Justiz diente dem Zweck, das sozialistische System durchzusetzen. Die Justiz sollte in der DDR bewusst parteiisch sein. Sollte bewusst das durchsetzen und die Justiz wurde, ich sag's mal deutlich, wurde von oben gesteuert, über das Politbüro. Ich habe ja selber Urteile gesehen oder Akten gesehen, wo dann bereits vorgefasst war, Anklage und so weiter und so fort stand drin. Also abgesprochen mit dem Generalstaatsanwalt der DDR, wurde raufgelogen bis zum Zentralkomitee und dann zum Politbüro. Vorschlag lebenslänglich. Nee, Ulbricht hat den Strich durchgemacht und hat darunter geschrieben, Todesurteil. Und das war es dann eben auch. Und das wurde auch ausgesprochen, wurde vollstreckt. Diese großen Sachen, wenn wir da rangekommen sind, sind ja auch verfolgt worden. Aber Sie dürfen nicht vergessen, als das anfing mit der strafrechtlichen Verfolgung, man hat sich erst mal auf die schwersten Delikte konzentriert. Alles, die ganzen Delikte der Körperverletzung, des Strafvollzuges, was dort passiert ist, das war in der kurzen Zeit nicht zu ermitteln, weil am Personal fehlte, weil es auch viel zu umfänglich war. Und dann war es verjährt. Genau. Das ist an der Verjährung gescheitert alles. Ja, auch Rechtsbeugung durch die Richter. Das ist auch gescheitert, allein schon durch eine sehr einengende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes überhaupt zu Fragen der Rechtsbeugung. Auch das ist gescheitert. Also wir müssen zufrieden sein, denke ich mal, dass wir die schwersten Delikte
weitgehend aufgeklärt haben und immerhin auch festgestellt haben, wie weit das Politbüro praktisch für alles in der DDR verantwortlich war. Wir haben immer gesagt, es gab nichts, es ist nichts geschehen ohne das Politbüro und es ist alles geschehen mit dem Politbüro. Wir sind jetzt unversehens wieder bei den Tätern gelandet. Ja. Wir wollen ja, aber ein wenig essen, ja, alles in Ordnung. Herr aber Politiker. Gut, jetzt kriegen wir die Urteile und rehabilitieren. Das hat die Opfer auch nicht zufriedengestellt, weil es ist übersehen worden, dass im Artikel 18 des Einigungsvertrages steht drin, dass die Urteile und Entscheidungen der Behörden Bestand haben. Das heißt, wir können die Urteile nur aufheben, wenn wir sagen, das diente der politischen Verfolgung. Aber wir können den Inhalt des Urteils nicht ändern. Die Opfer haben gesagt, es war, so wie es in dem Urteil steht, so war es doch nicht. Das war ein ganz anderer Sachverhalt. Da wird etwas hingeschrieben, was überhaupt nicht stattgefunden hat. Das sind erzwungene Geständnisse erzählt. Bloß an diese Geschichte sind wir nicht rangekommen, weil wir nicht eine neue Beweisaufnahme gemacht haben. Das ist ja gar nicht gewollt. Es gab ja kein Wiederaufnahmeverfahren. Das haben natürlich möglicherweise viele Betroffene erhofft. Das haben viele erhofft und damit und nach dem Motto rehabilitiert, aber es bleibt der Mangel zurück. Aber eigentlich war es ganz anders. Herr Dabrowski, Sie sind rehabilitiert worden. Sie sind 1994, wenn ich das richtig gelesen habe, für diese nun eindeutig in jeglicher Hinsicht rechtsstaatswidrige Verurteilung wegen versuchter Republikflucht. Da gibt es ja nun zum Glück gar nichts dran zu debattieren bei einer Verurteilung wegen vermeintlicher Republikflucht, wegen dieses Unrechtstatsbestandes. Ich muss jetzt doch noch mal vielleicht nicht zu sehr nach der Emotion, sondern auch nach dem Rationalen fragen, was das mit Ihnen gemacht hat. Wie bedeutend für Ihr Selbstverständnis, für Ihr Selbstbewusstsein, für Ihr Leben ist dieser formale Akt der Aufhebung dieses Strafurteils. Sie wussten natürlich, dass Sie im rechtsstaatlichen Sinne keine Straftat begangen hatten. Es war ja ein Unrechtsurteil. Wie wichtig war trotzdem der formale Akt dieser Aufhebung? Das war extrem wichtig. Und ich bin ja zweimal rehabilitiert. Also 1975 wurde ich ja freigekauft, kam nach West-Berlin, bin dann das erste Mal vom Kammergericht Berlin rehabilitiert worden. Also da wurde festgestellt, die Unzulässigkeit der Vollstreckung. Das war natürlich ohne Akten gewesen, denn ich habe ja nie ein Urteil gesehen. Das habe ich nach 1990 zum ersten Mal ein Urteil gesehen. Aber aufgrund der Vorgänge des Freikaufs und weiter war das ja eine ziemlich klare Sache. Aber nachdem 1990 und 1989 dann die Mauer fiel, 1990, bin ich noch, während es noch DDR war, nach Ostberlin gegangen, ins Justizministerium, und habe beim Pförtner, weil es mir wichtig war, mich versucht zu erkundigen, wo ich hier eine Rehabilitierung beantragen kann. Der hat mich natürlich nicht verstanden, was ich wollte, weil das da so nicht vorkam. Ich bin nach unverrichteter Dinge wieder abgeschoben. Und dann war mir besonders wichtig, dass ich dann bin der Verurteilung vom Bezirksgericht Schwerin damals, am 13. August 1974 übrigens, am Tag des Mauerbaus. Okay. Und das war mir wichtig gewesen, dass das Landgericht Schwerin mich rehabilitiert hat. Und ich denke mal, das ist für alle anderen ganz genauso. Nicht, dass man sich als Straftäter gefühlt hätte, aber es ist also ein Angriff auf die Menschenwürde. Und das tut ja weh. Es ist ja nicht wie ein gebrochener Arm, der irgendwann wieder verheilt. Von daher ist diese rechtliche Rehabilitierung extrem wichtig, denke ich, für alle Beteiligten. Alles andere sind dann Folgefragen, aber das ist eine ganz wichtige Sache. Frau Zupke, korreliert das, was Herr Dabrowski aus seinem eigenen Fall jetzt sehr eindrucksvoll geschildert hat, mit dem, was Sie über die vielen Jahre Ihrer Arbeit und jetzt eben seit den anderthalb Jahren auch in der neuen Funktion
wahrnehmen, ist die, kann man sagen, dass das gewissermaßen so der Normalfall bei SED-Regime-Geschädigten ist, die dann rehabilitiert werden, dass es eben genauso ist wie bei Herrn Dombrovski, dass es diesen Knacks in der Selbstwahrnehmung heilt. Ist es das Entscheidende an der strafrechtlichen Rehabilitierung? Wir kommen dann gleich noch zu gesellschaftlichen und eventuellen finanziellen. Also das kann ich aus meiner Erfahrung absolut bestätigen, dass eine Rehabilitierung ja eine Anerkennung des Unrechts ist und dass das natürlich eine Würdigung auch ist. Und die Menschen wissen, ja, mir ist Unrecht geschehen, ich habe nichts getan, es war falsch. Und das ist auch oft ja für einen selber, also für die Menschen selber, aber auch ganz oft für das Umfeld. Ne? Gerade nicht jeder ist jetzt ja in einem Umfeld auch als Opfer der Repression, wo er Verständnis findet. Und muss ich mal wieder auf den Bereich Jugendhilfe kommen, Jugendwerkhofsinsassen, Heimkinder, dem ja immer, das ist ja heute noch so, wenn wir darüber reden, dass viele Menschen noch immer dieses Vorurteil in sich tragen, na, wenn du im Heim gewesen bist, im Jugendwerkhof, und die Wessler sagen, dann sowas gab es bei uns, und dann wirst du schon was gemacht haben. Ne? Und gerade dann auch diesen Menschen hilft es sehr, wenn sie dann eine Rehabilitierung erlangen, weil einfach für sich selber klar ist, ich bin zu Unrecht verurteilt worden und mir ist Unrecht widerfahren. Ich wusste das schon immer, aber jetzt habe ich schwarz auf weiß. Und da ist wahrscheinlich dann auch wichtig, dass es eine Einzelfallprüfung ist und dass es nicht, möglicherweise wäre das in unserem Rechtssystem auch gar nicht gegangen, nicht sozusagen eine Pauschale. Also man hätte ja auch sagen können, alle Verurteilungen wegen versuchter Republikflucht werden pauschal, ob Antrag vorliegt oder nicht, komplett für rechtsstaatwidrig erklärt, sind sie ja auch natürlich. Und alle anderen zu definierenden Straftatbestände, nach denen Menschen in der DDR verurteilt worden sind, werden auch pauschal gesagt, das hätte wahrscheinlich diesen Effekt nicht gehabt, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Da müssen die Menschen für sich selber sprechen. Ich aus meiner Erfahrung würde mich interessieren, wenn ich an all die Verfahren denke, durch die viele Menschen gehen mussten. Denn nicht jede Rehabilitierung ist ja einfach gewesen. Mhm. Und ob die Menschen dann vielleicht lieber darauf verzichten würden und sagen, so wie es auch in Torgau ist, der geschlossene Jugendwerkhof Torgau, dort wird rehabilitiert, ohne dass die Menschen noch irgendwas nachweisen, außer natürlich, dass sie dort gesessen haben, sind. Und da habe ich bisher nicht wahrgenommen, dass die sich dadurch benachteiligt fühlen oder nicht rehabilitiert oder gewürdigt sehen. Ich verstehe Ihre Frage, aber das habe ich so noch nie gedacht. Und ich würde denken, in Anbetracht der Tatsache, von der Abwägung her, würden die Menschen wieder sagen, doch, das nehme ich gerne. Also es ist ja trotzdem auf bestimmte Gruppen bezogen, wo auch jeder weiß, ja, Republikflucht oder andere Sachen, dass es eben Unrecht war. Meine Damen und Herren, das ist natürlich eine Diskussion, eine Frage, die wir auch gleich in die Diskussion hier im Raum einbeziehen können. In ungefähr einer Viertelstunde oder 10 Minuten werde ich für Fragen einerseits von Ihnen an den Bildschirm, andererseits hier aus dem Saal öffnen. Und es wäre dann durchaus interessant, von dem einen oder anderen von Ihnen nicht eine komplette Geschichte Ihrer Verfolgung zu hören, sondern eine Antwort auf die Frage, wäre Ihnen auch geholfen gewesen mit einer Art pauschaler Rehabilitierung. Herr Bräutigam, was sagt der Jurist dazu? Also ich sehe, es sträubt Sie. Also es wäre ja eine Frage der Amnestierung. Nicht? Eine Amnestie und dann werden automatisch die Sachen aufgehoben. Ich weiß nicht, ob das die Opfer befriedigt hätte. Ich glaube, es ist schon etwas anderes, wenn man eine individuelle Entscheidung bekommt, du bist rehabilitiert, es hat noch mal jemand drauf geguckt, ein unabhängiges Gericht. Das denke ich schon, das ist schon der richtige Weg gewesen, denke ich. Wir werden vielleicht die ein oder andere Stimme in dieser Richtung hören. Und ich finde das sehr spannend. Und wenn wir hier einen solchen Impuls aus dieser Runde heute Abend mitnehmen, wäre das doch ganz wichtig. Aber bevor wir öffnen, jetzt tatsächlich noch einmal in einer letzten Runde auf dem Podium, die Frage, das dritte Element der Rehabilitierung des SED-Unrechtsbereinigungskomplexes, sage ich jetzt mal, die finanzielle Verbesserung, die finanzielle Ausgleichszahlung, die ganzen Aspekte verhinderter
Berufsentwicklung und Ähnlichem. Also das ist ja, Gesundheitsschäden selbstverständlich. Frau Zupke, Sie haben es angesprochen, darf man auf gar keinen Fall vergessen. Nicht nur bei Dopingopfern, bei sehr, sehr vielen SED-Regime-Geschädigten. Das ist doch eine Sisyphus-Aufgabe. Und selbst der wohlbeinendste und engagierteste Rechtsstaat würde doch daran scheitern, weil man natürlich die vollkommen menschlich, vollkommen berechtigten, das ist gar keine Frage, Ansprüche der Geschädigten, also das alles auszugleichen, ich wüsste auch nicht, wie man da anfangen soll und wie man das gerecht hinbekommen soll. Also das ist eine Aufgabe, an der man nur scheitern kann, oder? Naja, Gerechtigkeit ist so eine Sache. Ich meine, eine Gerechtigkeit, wo jeder sagt, jetzt bin ich total zufrieden, das werden wir nicht erreichen. Das ist, glaube ich, irgendwie klar. Aber die anderen Dinge, die Sie so beschreiben, die finde ich gar nicht so schwer. Also bei den Gesundheitsschäden gibt es ein Modell, was die Politik umsetzen könnte. Frau Botha hat es vorhin schon angedeutet. Da habe ich der Politik den Vorschlag gemacht, auf die Regelung, die für Soldaten im Auslandseinsatz greift, bei bestimmten schädigenden Ereignissen, bestimmten Erkrankungen vorauszusetzen, dass das eine vom anderen kommt und kein Kausalitätsnachweis mehr möglich ist. Vielleicht bis zu einem GDS von 30. Danach müsste man gucken, geschulte Gutachter, geschult wirklich, die Leute dann nicht wieder Jahre oder Jahrzehnte quälen, die dann darüber hinaus einen höheren Schädigungsgrad feststellen können. Das finde ich, hört sich gar nicht so schwierig an. Bei anderen Dingen, die soziale Lage der Opfer, auch da gibt es kleine Stellschrauben. Gucken wir uns die berufliche Rehabilitierung an. Die Verfolgungszeit von 3 Jahren ist viel zu groß. Da muss man niedriger ansetzen. Die Absenkung der Ausgleichsleistungen bei der beruflichen Rehabilitierung von 240 auf 180 Euro bei Renteneintritt ist für niemanden nachvollziehbar. Also, und das sind zwar jetzt, sind nicht so Riesensummen, aber für die Menschen ist das total viel Geld. Die Anhebung der Opferrente ist überfällig, die Dynamisierung, der Wegfall der Bedürftigkeitsgrenzen. Also ich finde, man kann alles sehr konkret benennen. Das sind jetzt nur Beispiele. Und das ist, finde ich, nicht so schwer umzusetzen, wenn der politische Wille und die Erkenntnis da ist und wenn man genug Verbündete findet. Dazu kommt der bundesweite Härtefallfonds. Auch der steht im Koalitionsvertrag geschrieben. Ich weiß schon, mir ist schon klar, nicht alles, was da drin ist, dass das natürlich hundertprozentig 1:1 kommt. Das habe ich schon gelernt. Aber ich habe doch berechtigte Hoffnungen, dass das meiste und vielleicht auch noch andere Dinge, die sich im Laufe der Zeit jetzt ergeben, dort umgesetzt werden. Aber natürlich erst im Jahr 33, jetzt muss ich einzeln ist es früher natürlich gekommen und das ist alles andere als eine Kritik an Ihnen, bestimmt. Nein, nicht. Ja. Wir auch, also das wäre ja noch, das wär ja noch schöner. Es ist natürlich schon sehr, sehr viel Zeit ins Land gegangen, sehr, sehr viele Menschen, die geschädigt gewesen sind durch das SED-Regime, sind schon verstorben, sind in den Ruhestand gegangen und haben eben keine irgendwie geartete oder hinreichende Unterstützung erfahren. Ich glaube auch, dass das in der UUKG ein Grund für einen relativ hohen, nicht repräsentativen, ja, aber immer wieder, wenn ich bei Veranstaltungen gewesen bin vor Corona, spürt man das ja, redet mit Menschen, die Betroffene sind und da ist eine relativ hohe menschlich nachvollziehbare Unzufriedenheit. Und das spiegelt sich natürlich auch bei Ihnen in der UOKG dann wieder. Soll man das als Verein, wie Sie einer sind, kanalisieren? Wie soll man damit umgehen? Muss man Verständnis für die Schwierigkeiten der staatlichen Ebene machen? Wie gehen Sie damit um, Herr Dombrowski? Wie gehen Ihre Leute damit um? Also ich will mal ein Beispiel sagen. Ich war mit zwei anderen, unter anderem mit Inge Benewitz, vorige Woche im Bundesjustizministerium, ja, weil der Minister keine Zeit hatte, war beim Unterabteilungsleiter, ist auch in Ordnung, die Leute machen die Arbeit. Und da ging es um die Frage der Zwangsausgesiedelten, die sozusagen über Nacht ihre Sachen packen mussten und dann wurden sie unter einer Legende, dass asozial oder wie auch immer sind, irgendwohin transportiert. Und da steht noch Regelung aus. Aber darum geht es mir jetzt an der Stelle jetzt nicht, sondern ich habe an der Stelle bemängelt, dass wenn Reha-Gesetze novelliert werden, dass wir dann keine Möglichkeit haben, als die Betroffenen und auch diejenigen, die als verbandsmäßig daran arbeiten, im Gesetzgebungsverfahren gehört zu werden. Da dachte ich, nee, bei den jetzt anstehenden Novellierungen
Ja, da gibt es ja ein ordentliches Anhörungsverfahren, aber da werden wir auch nicht eingeladen zu. Das wird dann Frau Zupke dann natürlich jetzt immer übernehmen. Von daher haben wir einen großen Vorteil jetzt als Betroffene, dass im Bundestag jemand ist, der unser Sprachrohr ist, unser Interessenvertreter ist. Ich sage mal ein Beispiel, Katrin Budde ist ja nur nicht da. Dadurch, dass die Union der Opferverbände, da sind also 40 Mitgliedsverbände aus der Opferszene deutschlandweit vereinigt. Und wenn wir zu einer Anhörung geladen werden, dann nur vom Kulturausschuss. Warum vom Kulturausschuss? Weil der Kulturausschuss sozusagen materiell für die Förderung unseres Verbandes zuständig ist. Aber die Kulturpolitiker müssen natürlich von dem, was uns jeden Tag bewegt, ist ja kein Theater, ja, sondern wir arbeiten ja ganz hart für die Interessen der Menschen, da haben die nichts mit zu tun. Und von daher, die Dinge, über die wir hier reden, die gehören ja eigentlich in den Rechtsausschuss und im Zweifelsfall in den Sozialausschuss, dann später in den Finanzausschuss. Und das zusammenzurödeln in einem Parlament, ja, im Deutschen Bundestag, das ist natürlich eine komplizierte Angelegenheit, wenn da nicht ein paar Leute sind, die das als ihre Aufgabe ansehen. Und von daher gibt es immer wieder auch im Vollzug der Gesetze den Abgeordneten sich immer einen Vorwurf zu machen. Ja? Die wollen das Beste, ja? Und überblicken natürlich die Folgen nicht, wie es dann in der Praxis der Abwicklung des einzelnen Petenten des Falles am Ende landet. Ich sage mal ein Beispiel. 2019 auch das weiteres Gesetz über Anerkennung von Zersetzungsopfern durch das MFS. Da habe ich sofort an den damaligen Chef des Bundeskanzleramtes geschrieben, ob denn dieses Gesetz mit den Landesbehörden, mit den Landesregierungen, Verwaltungen besprochen wird. Ich verkürze jetzt die Antwort, auch wenn die 2,5 Seiten hatten. Ja, der Bundestag beschließt, Bundesgesetzgeber, zuständig sind die Länder und wenn es der Petent nicht zufrieden ist, kann er zum Gericht gehen. So, und das wollen wir eben gerade nicht. Und das ist nämlich das, was die Leute fertig macht, dass sie dann eben ja, jahrelang teilweise streiten müssen. Wenn man vor Gericht geht, muss man ja nicht in jedem Fall Erfolg haben, das ist ja klar. Aber wenn das dann eben 3, 4, 5, 6, 7 Jahre dauert, und man dann doch irgendwo zum Ergebnis kommt und sagt, man muss das eigentlich so sein? Und ich denke, nein. Und dafür gibt es auch Beispiele. Ich will mal hier zwei, weil wir in Berlin sind, vom LAGESO, Landesamt für Gesundheit und Soziales, benennen. Das eine betrifft mich selber und das andere ist ein anderer Fall. Da geht es mir jetzt nicht so sehr darum, dass ich jetzt die 1.500 Euro unbedingt brauche bei Zersetzungsopfern, sondern mir war sofort klar gewesen, wenn dieses jetzt auf den Weg geht, dann wird das schwierig werden, weil der Gesetzgeber nicht klar genug geregelt hat. Ja, klar ist geregelt, es muss hoheitlich veranlasst worden sein, es muss die Schädigung da sein und so weiter. Aber man hat eben damals nur gedacht, dass die Stasi nur in der DDR aktiv war. Dass vielleicht in West-Berlin ja, sie auch aktiv war, wie zum Beispiel bei mir, wo das alles akkurat belegt ist, dann sind sie dann vor Verwaltungsgericht nachher und müssen sich dann von der Dame vom LAGESO anhören, naja, bei Ihnen ist ja völlig klar, dass Sie Opfer der Zersetzung sind, aber da der Geltungsbereich Sie nur auf das Gebiet der DDR beschränkt, nach unserer Auffassung, trifft das für Sie nicht zu. Denn Sie hätten sich ja in West-Berlin wehren können. Ja, und stellen Sie sich mal vor, in West-Berlin wäre ich dann zur Polizei in Spandau, hätte ich gesagt, wissen Sie, bei mir in der Wohnung, in meinem Aktenregal, da stehen, laufen die, ja, die Ordner anders, und fehlt was? Nö, da fehlt nichts. Na, was haben Sie denn? Ja, und also skurrile Dinge. Und wir haben einen Fall hier bei der OKG in der Beratung, wo dann derjenige auch abgelehnt wurde, allerdings aus einem anderen Grund, weil er in seinem Vernehmungsprotokoll, man muss dann, wenn man verhaftet wird und so weiter, dann muss man so eine Art Lebenslauf schreiben. Ja? Und da schreibt man nur in der Regel nicht rein, ihr Schweinekommunisten, euch müssen wir alle aufhängen, sondern versucht das ein bisschen, ja, die persönlichen Gründe und Motive glaubhaft darzustellen, weil man immer glaubt, dass das Menschen sind mit Mitgefühl. Ja, und da hat er die Motto reingeschrieben, naja,
so sinngemäß, also so schlimm war es dann auch nicht. Und dann die Dame vom Lageso, ja, vom Verhandlungsgericht, liest dann vor, aus diesem Untersuchungsbericht, ja, der bei den Akten war, des MFS, was er da niedergeschrieben hat. Und sagt, so schlimm war es doch ja nicht. Ja, und das sind eben Dinge, wo man eben sagen muss, dass eben beim Vollzug, ja, der gut gemeinten Gesetze, die der Deutsche Bundestag beschließt, eben einfach die Sensibilität fehlt oder auch das Wissen darum, dass eben das Ministerium für Staatssicherheit eben nicht der Bundesnachrichtendienst ist. Ja? Und das macht die Dinge in vielen, vielen Bereichen einfach so schwierig. Und auch wir bewegen uns ja, Herr Bräutigam ist ja ein erfahrener Jurist und Richter, natürlich und bewegen wir uns in der Rechtssystematik der Bundesrepublik Deutschland. Und spielt davon auch schon eine Rolle, Zweitantragsrecht. Ja, was einmal ausgeurteilt ist, ausgeurteilt. So, und da gibt es immer wieder Konflikte. Da ist der Gesetzgeber eben auch gefordert, hier das auch zu ändern. Bei der letzten Nominierung 2019 hatte, was bei den Heimkindern zum Beispiel, ist das Zweitantragsrecht ausdrücklich vom Gesetzgeber nicht gewollt worden. Die meisten Gerichte entscheiden aber anders, mit Ausnahme in Thüringen. Ja, erfreulicherweise. Auch in Berlin? Auch in Berlin, ja, ja. Also außer in Thüringen oder, glaube ich, in Mecklenburg, weiß ich nicht genau, entscheiden alle Gerichte anders. Also anders als der Gesetzgeber das vorgegeben. Ist ja auch gut so, dass es so ist. Ja, aber man muss eben sagen, als damals es jetzt beraten wurde, habe ich natürlich auch in den Fraktionen meine Runden gedreht. Und da bin ich in einer großen Fraktion, Regierungsfraktion, darauf aufmerksam gemacht worden, dass das ein Zweitantragsrecht keine Premiere wäre, weil es wurde als Beispiel, Sie wissen ja, dass auch in der alten Bundesrepublik wurde ja auch noch Homosexuelle teilweise verurteilt, da haben Anträge zur Rehabilitierung, das alles nicht erfolgt, dann wurde das erfreulicherweise dann auch irgendwann ja, rehabilitierungsfähig und dann konnten alle, die betroffen waren, die schon mal Antragsteller waren und abgelehnt wurden, auch einen Zweitantrag stellen. Da ging es. Ja, und von daher denke ich mal, solche Regelungen, wenn es eine neue Rechtslage gibt, es hat sich an dem Geschehen des Menschen ja nichts geändert, was er erlebt hat, muss dem Rechnung getragen werden. Und das können eigentlich auch Abgeordnete wissen. Mhm. Und im Grunde ist es so, dass eben viele Gesetze, wenn sie dann im Rechtsausschuss bei dem Thema Zersetzung zum Beispiel, da habe ich ja hinterher nachrecherchiert, wie das war, das kam nur noch ganz schnell rein und auch so, ja, Hand hoch, fertig. Also von daher, das sind die Dinge, wo der Gesetzgeber viel mehr auch die Folgen bedenken muss. Und da denke ich aber, dass durch Evelyn Zupke das auch zukünftig möglich sein wird. Mhm. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt 2, 3 Wortmeldungen haben können. Ich gucke gleich. Viel mehr werden wir nicht schaffen. Ich bitte Sie, nicht jetzt ein Co-Referat zu halten, weil ich Sie dann unterbrechen müsste. Das möchte ich ungern. Und vielleicht lassen Sie in Ihre Äußerungen, wir haben auch ein Mikrofon, damit das auch außen gehört werden kann. Deshalb muss ich Ihnen das Wort erteilen. Vielleicht lassen Sie auch den Gedanken einfließen, ganz kurz mit einer einfachen Frage ja oder nein oder einer einfachen Antwort ja oder nein. Wäre für Sie eine pauschale Amnestie, eine pauschale Rehabilitierung auch gut gewesen oder ist für Sie wichtig, diese individuelle Sache? Und ich habe die Dame hier in der zweiten Reihe als Erste. Sie kriegen das Mikrofon. Sekunde. Und bitte ins Mikrofon sprechen, damit es auch gehört werden kann. Ja, danke schön. Ich bin die erwähnte Inge Benewitz, die mit der UOKG im BMJ war. Ich war ziemlich platt nach der Veranstaltung. Aber ich möchte die Gelegenheit hier nutzen. Also es geht um die Zwangsaussiedlung an der innerdeutschen Grenze. Ein völlig unbekanntes Kapitel, nicht zuletzt dadurch, weil diese Gruppe keine Entschädigung bekommen hat bisher für das eigentliche Unrecht, nämlich die Vertreibung, und möchte darauf hinweisen, bei YouTube ist eine sehr gute Dokumentation des MDR zu sehen, Titel Aktion Ungeziefer, vertrieben in der DDR, und das ist in der Reihe der Osten gemacht worden. Da dreht sich in der linken unteren Ecke so ein knallrotes Oh. Und in dieser Dokumentation kommen Betroffene vor, da sagt fragt eine Stimme aus dem Off einen Polizisten, der an beiden Aktionen 1942
50 und 61 mitgewirkt hat, hat das auch Unschuldige getroffen? Und der Polizist sagt daraufhin, nein, das hat es nicht gegeben. Das hat es nicht gegeben. Das ist eine Folge der ausgebliebenen Wiedergutmachung für diese Gruppe. Wir haben in Magdeburg neulich 70 Jahre Aktion Ungeziefer gewürdigt. Ja. Dankeschön. Dankeschön, Frau Benewitz. Sehe ich noch eine weitere Frage im Augenblick hier vorne, erste Reihe. Sie bitte in schwarz. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Lager. Es wurde ja von uns gefragt, was man besser gefunden hätte bei der Rehabilitation. Also ich hätte pauschalisiert besser gefunden, bestimmte Paragraphen, weil mit der Antragstellung durchleben wir das alles noch einmal von vorne. Wir kommen wieder in die Lage, wir müssen etwas beweisen, was eigentlich schon als Unrecht anerkannt worden ist. Und deswegen finde ich das auch persönlich besser. Mhm. Vielen Dank. Haben wir noch eine weitere Wortmeldung? Ja, Sie mit Hut, wenn ich das richtig sehe. Genau. Sie, exakt. Und dann hatte ich noch eine Wortmeldung. Machen Sie noch mal die Hand hoch. Hier war noch jemand. Sie, okay, habe ich im Blick. Als nächstes. Guten Abend, mein Name ist Margarete Erdmann. Ich bin 34 Jahre mit einem politischen Häftling verheiratet gewesen. Mein Mann hat an der Universität Greifswald Medizin studiert in den 50er Jahren. Und die Studenten, die haben Flugblätter verteilt für freie Wahlen. Da wurde er dann zu 11 Jahren Zuchthaus von Götz Berger, der Richter muss bekannt sein. Der hat über 4000 Jahre Haft ausgesprochen und hat sich nach der Wende dann noch als großer Retter hier dann vorgestellt. Der wollte dann noch eine Prämie haben, weil er so viel Gutes getan hatte. Mein Mann hat in den Zuchthäusern Rummelsburg, Bautzen und Brandenburg verbracht. Das gelbe Elend und der gläserne Sarg. Der wurde geschlagen. Er ist zu keinem Psychiater gegangen. Er erzählte mir nur diese fürchterlichen Dinge, die er da erlebt hat in den 11 Jahren. Da sagte er mir, die Stasi hat die kriminellen Homosexuellen in unsere politischen Zellen geführt und die haben dann ihre Aufträge durchgeführt. Ja, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Er hat sich da etwas krasser mir gegenüber ausgesprochen. Das ist ein Terror gewesen. Und für mich ist das jetzt die größte Schande, dass eine SED, PDS, linke Partei wieder hier im Bundestag sitzt. Mein Mann hat 5 Herzinfarkte gehabt. Nach der Wende war ein operativer Vorgang von einem Pfarrer aus seiner Heimatgemeinde lag vor. Entsetzlich. Und mein Mann war bis 72, hatte er Transitverbot. Wenn ich dann fuhr, wir haben 65 geheiratet, dann wurde ich jedes Mal bei einer Transittour festgenommen, weil er ja Verbot hatte. Ja, und dann habe ich da 4 Stunden in diesem 2x2 Meter oben nur eine Birne gesessen. Ich habe dadurch auch große Probleme. Mein Mann würde heute 95 Jahre und ich bin 85 Jahre. Also Sie können sich ausrechnen, wie alt wir sind. Die meisten Opfer, die sie haben, können keine Rehabilitation und keine Haftentschädigungen mehr beantragen. Beim Versorgungsamt wurde er auf 50% gesetzt in 1964, 65. Nach 2 Jahren wurde er runtergestuft. Das wären keine Haftschäden, die wären körperlich, ich weiß nicht, wie es jetzt formuliert worden ist. Der ist dann. Aber bitte erzählen Sie uns nicht die ganze Geschichte, weil wir brauchen kein Co-Referat. Wir 11 Jahre nach dieser Haft ist er in seiner Heimat entlassen worden, oben zur Greifswalder Ecke. Und ist dann Gott sei Dank, weil die Mauer ja schon war, von seinen Freunden, das ist ein Freundeskreis gewesen, 64 über den Checkpoint Charlie hier nach West-Berlin geholt worden. So, ich kann Ihnen auch gerne hier ein Foto von ihm. Nein, das brauchen wir tatsächlich, Keiner von uns bestreitet diese Dinge. Da sind wir die falschen Ansprechpartner. Er hat eine Haftentschädigung bekommen, da war er im Jahr 2000, da war er schon 2 Jahre tot. Er kann auch, Sie müssen durchgreifen.
Ja, das habe ich ja versucht. Wir haben noch eine letzte Wortmeldung und ich bitte Sie tatsächlich, wir sind hier nicht die richtigen Ansprechpartner, glaube ich, um uns für die Linkspartei verantwortlich zu machen. Also das würde ich schon von mir weisen. Bitte Sie. Ich wollte kurz zwei Aspekte nennen. Die Frage einmal Aufarbeitung von DDR-Unrecht in Westdeutschland. Ja. Wie Sie das sehen, wenn man das besser angefasst hätte, hätte man dann auch über das Unrecht in Ostdeutschland besser handeln können. Und das Zweite ist gesundheitliche Schädigung durch das DDR-System, ich sage es jetzt mal als Oberbegriff, durch chemische oder gesundheitsschädliche Substanzen. Gibt es da Unterlagen und gibt es da irgendwelche Veröffentlichungen? Dankeschön. Gut, wir verknüpfen das vielleicht, weil wir ja auch schon um 7:30 sind und jetzt schon in die Abschlussrunde gehen, damit Sie hinterher, meine Damen und Herren, auch die Möglichkeit haben, individuell mit den Podiumsteilnehmern eventuell zu reden oder miteinander oder mit Vertretern der Stiftung Aufarbeitung, die ja auch in großer Zahl dankenswerterweise hier sind. Wir würden das verbinden und ich glaube, die Erste, die was dazu sagen könnte, wären Sie, Frau Zupke. Ich habe den ersten Teil der Frage nicht richtig verstanden. Die Aufarbeitung von DDR-Unrecht in Westdeutschland, ob das sozusagen, wenn es intensiver erfolgt wäre. Na, aber was jetzt? Also, ich weiß jetzt nicht. Sagen Sie mal ein Beispiel, was Sie damit meinen. Also, Zersetzung im Westen, was ja Dombrowski bereits sagte. Mikrofon kommt nochmal. Haben Sie das jetzt verstanden? Also ich denke zum Beispiel an diesen Polizisten, da geht es also zum Teil ja auch um Morde, die also Spitze des Eisberges sind, also wo dieser Student ohne Sorg von einem von der Stasi und so weiter und diese davon ableitend eben Tätigkeiten von Agenten, die auch in Westdeutschland tätig waren, die hatten ja ein Interesse daran, wie in Westdeutschland sozusagen gehandelt wird und dort, und das kann natürlich kaum eine Begrenzung erfahren. Ja. Also, Herr Dombrowski, darf kurz einen scheren? Gerne. Also ich glaube zu verstehen, was Sie meinen. Das heißt, um den Täterkreis aus der Altmusik Deutschland, ja, die ja da auch kräftig mitgeholfen haben. Und die sind ja in der Tat weitestgehend geschont geblieben. Nicht, weil es der Rechtsstaat so vorgesehen hätte, aber um mal ein Beispiel zu sagen, in der DDR, wer der IM war, das war straffrei. Ja. Wenn man aber inoffizieller Mitarbeiter des MFS als Bundesbürger war, ja, dann war das geheimdienstliche Agententätigkeit genau genommen. Aber das erfolgt dann eben auch nur durch Zufälle, die Aufklärung, oder aber durch eine Anzeige, ja, wie ich auch Beispiele benennen könnte. Ich habe niemanden angezeigt, aber trotzdem ist da zumindest einer zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Und die ganzen Helfer und sozusagen Mittäter aus dem bundesrepublikanischen Bereich sind ja weitestgehend verschont geblieben, obwohl sie entweder es für Geld gemacht haben, ja, oder aber weil sie diesen Rechtsstaat durch Deutschland verachtet haben. Und das ist bei mir persönlich, da spielt mir der Kamm, auch wenn ich sonst keine Emotion zeige, weil ich das nicht in Ordnung finde. Aber das ist mein Eindruck dazu. Ob das jetzt abdeckt, was der Herr hier meinte, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber was ich vorhin noch schon an der Stelle sagte, das Thema Unterdrückung und MFS wurde und wird zu sehr auf den Bereich DDR beschränkt. Mhm. Und das halte ich nach wie vor für eigentlich aufklärungsbedürftig, wenn es nur historisch ist. Ja? Wir tun unser Möglichstes. Frau Zupke. Da war noch ein zweiter Teil der Frage. Die Schädigung durch chemische Substanzen. Da haben wir ja auch zum Beispiel das Phänomen der Durchleuchtung an Grenzübergängen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das gemeint haben mit radioaktiven Strahlen, aber das fällt mir jetzt zum Beispiel dazu ein. Ich glaube, was anderes. Ne? Und Substanzen, das war's doch. Ja. Also zum Beispiel auch Doping. Zu Doping hatten Sie schon was gesagt, zu Staatsdoping. Das ist in Ihrem Blick, ne? Ja, natürlich. Also das Doping ist ja etwas, was eben zum Beispiel eine Gruppe ist, die jetzt mit aufgenommen werden soll in die Überarbeitung der Unrechtsbereinigungsgesetze, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, sich verwaltungsrechtlich rehabilitieren zu lassen und nicht immer im Einzelfall dafür kämpfen zu müssen, dass sie die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die sie heute haben, durch die Substanzen
die ihnen damals zum größten Teil unwissentlich verabreicht wurden, bekommen können. Und, ein anderes Phänomen wären vielleicht die Medizintests, die Pharmatests, die es in der DDR gegeben hat. Das ist noch sehr viel schwieriger nachzuweisen. Das ist noch sehr viel schwieriger. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir da wirklich klare Aussagen treffen können. Weil da gibt es einmal die Arzneimitteltests für den Westen. Das ist aber auch eine ganz komplizierte Geschichte. Sowas wie, man kann es eigentlich nicht wirklich nachweisen, dass es... Also der hat sich da auch abgesichert. Ne? Die haben dann einfach auch dem Westfirmen gesagt, wir haben aufgeklärt. Nur was hieß Aufklärung im Osten? Da haben die das auch mal durchgehen lassen wie, naja, man hat ihm das ja gesagt. Also nicht nach heutigen Maßstäben, was wir darunter verstehen, ärztlich aufgeklärt zu werden. Und jegliche Haftung zum Beispiel ist auch in der DDR geblieben. Also deswegen die Forschung, die bisher zu den Arzneimittelversuchen oder geforscht haben, kommt zu dem Schluss, dass es korrekt abgelaufen sei. Also ich rede jetzt über den Westen, die Studien. Und man ist da noch nicht ganz am Ende. Aber das ist auch mit im Blick. Da gibt es auch noch andere Geschichten zum Medizinunrecht, wo es einfach noch erhöhten Forschungsbedarf gibt. Wir haben noch eine Frage aus dem virtuellen Welt bekommen. Wie geht man damit um? Auch wieder Frau Zupke, es tut mir leid, dass ich Sie jetzt so ganz besonders um Ihre Expertise bitten muss. Wie geht man damit um, dass es durch politische Haft zu Zwangsadoption gekommen ist? Ich habe weiter die Frage mal dahingehend. Das Gesamtthema Zwangsadoption ist ja ein hochgradig Schwieriges, ja, klar. Jetzt sehe ich auch, wer Sie sind, natürlich. Sorry, hat eben nicht geschaltet. Das ist ja ein hochgradig schwieriges. Es ist völlig vage, was es bisher an Forschungsergebnissen dazu gibt. Ich weiß auch für mich selber nicht, wie ich das zu bewerten habe. Ich verfolge das alles, was die entsprechenden Studien sind, was die Betroffenen sagen. Wie ist da aus der Sicht der Bundesbeauftragten zurzeit der Stand, Thema Zwangsadoption und eben politische Haft und Zwangsadoption? Ja, also Zwangsadoption, dass es die gegeben hat, ich denke, das ist inzwischen unumstritten. Das Ausmaß, das ist unklar. Und es gab ja eine Vorstudie zur Zwangsadoption und jetzt gibt es eine Hauptstudie, die jetzt im Juli angefangen hat, die bis Ende 25 geht, wo eben Wissenschaftler erforschen das Gebiet der Zwangsadoption, um da einfach sichere Erkenntnisse zu haben, sowohl über das Ausmaß, also die Quantität, als auch über das Wie. Also das ist auch noch zu früh, um es wirklich valide Auskunft geben. Klingt schrecklich, aber 33 Jahre nach dem Mauerfall ist tatsächlich noch zu früh. Das ist keine Kritik an denjenigen, die sich engagieren. Herr Bräutigam, Sie wollten etwas sagen. Ich wollte gerade sagen, also beim Doping, das habe ich ja nur selber erlebt und verhandelt, die Schwimmerinnen, die jungen Mädchen sind ebenso wie ihre Eltern getäuscht worden. Es hieß, es handelt sich um Vitamine, die ihnen gegeben worden sind. Und im Einvernehmen, Trainer und Ärzte haben das getan. Und das System war eben auch von oben bis nach unten vollkommen durchorganisiert. Und was mich damals am meisten erschrocken hat, also die Trainer waren IM, die Ärzte waren IM, aber keiner wusste, dass der andere IM war, sondern sie haben immer gegeneinander berichtet. Ich sage mal, an der Stelle war es für uns allerdings erfreulich, weil es dazu geführt hat, dass wir die Ärzte und Trainer dann verurteilen konnten. Aber machen wir uns nichts vor, es ist nur Körperverletzung. Und auch Körperverletzung ist sehr schnell verjährt gewesen. Also, dass wir damals noch die Ärzte und Trainer aus dem Schwimmsport verurteilt haben, hing an einem seidenen Faden des Zeitablaufs. Ja. Vierteljahr später wäre die Sache verjährt gewesen. Mhm. Weil eben, es ist eben ein Ausmaß von Delikten gewesen, auch die gesamte Rechtsbeugung durch die Richter. Ist alles vorbei, futsch. Lassen Sie uns verjährt. Zum Ende dieser Diskussion, damit Sie, meine Damen und Herren, auch noch die Möglichkeit haben, im Rahmen eines kleinen Empfangs und vielleicht auch noch das Buch von Herrn Bräutigam mitzunehmen. Sehr lesenswert, wie gesagt. Wird nicht verkauft, wird hier abgegeben.
Lassen Sie uns deshalb eine ganz kurze letzte Runde machen, in der ich Sie um einen Satz oder maximal zwei Sätze Antwort bitte auf die sehr komplexe, schwierige Frage. Ich weiß, ich mute Ihnen jetzt etwas zu, meine Frau Zupke, meine Herren. Bilanz der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, der SED-Unrechtsbereinigungspraxis in jetzt 30 Jahren. Ist die Bilanz Daumen hoch oder Daumen runter oder so in der Mitte? Viel Gutes gewollt, nicht viel Gutes erreicht. Herr Dombrowski, wie ist Ihre Einschätzung? Ein, zwei Sätze. Also die Bilanz ist Daumen hoch. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist. Und das, was jetzt noch sozusagen genauer zu gestalten, das muss auch gemacht werden. Das ist genauso wichtig wie die ersten Gesetze vor 30 Jahren, dass man jetzt sozusagen, wo man immer weiter in die Materie einsteigt, da nicht stehen bleibt, sondern auch so viel Gerechtigkeit, wie es nach menschlichem Ermessen möglich ist, auch gewährt. Vielen Dank, Frau Zupke. Eigentlich gibt es da nichts hinzuzufügen. Mein Daumen ist auch eher oben. Und ich vertraue darauf, dass wir die Sachen, über die heute viel gesprochen wurde, umsetzen können. Das Problem ist nur, das habe ich festgestellt, man öffnet eine Tür und drei dahinter gehen auf. Das heißt, man wird nie fertig. Ja. Herr Bräutigam, Daumen hoch? Im Kern ja, würde ich sagen, Daumen hoch. Obwohl es nicht zu Ende ist. Es bleibt noch was offen und zu tun. Das ist doch ein positives Fazit für ein sehr, sehr schwieriges Thema, das sehr, sehr vielen Menschen, wir haben es gehört, 250.000 ungefähr, Opfer politischer Verfolgung, immer von Definitionen abhängig, klar, betroffen hat. Wir gehen jetzt hier in die Möglichkeit, im Raum in der Kronenstraße in noch weitere persönliche Gespräche zu gehen. Meine Damen und Herren, draußen an den Bildschirmen, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, auch für Ihre Fragen, für Ihre Mitwirkung. Hoffe, dass Sie bei der nächsten Veranstaltung der Bundesstiftung Aufarbeitung, die dann auch wieder gestreamt wird und live stattfindet, ebenfalls wieder dabei sein können. Vielen Dank an die drei Podiumsteilnehmer. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Thank you.